Moin Andi. Warum baust du hier unten den Beacon? Weil ich diese Deepslate-Dinger hier abbauen muss. Achso, weil das ist immer so ein Ding, wenn man den Craft-Hack neuen Beacon platziert, das ist wie dieses Bad-Signal für mich, wenn ich erscheine. Also passt wirklich in nächster Zeit auf, ob du einen Beacon neu platzierst, weißt du? Ja, okay, alles klar. Brauchst du ein bisschen Hilfe? Ist Deepslate nicht Insta-Mine? Nein, auf keinen Fall. Stressig, Digga. Brauchst du ein bisschen Hilfe so beim Abbauen? Ich verstehe nicht. Ja, ich brauche halt ein bisschen Deepslate. Wenn du jetzt gerade nichts zu tun hast, wäre geil, aber... Ja, ich würde... Also ich brauche ein bisschen Deepslate und ich brauche ein bisschen Kabel-Deepslate. Okay. Oder jeweils so zwei Kisten oder so. Oh, das ist eine Menge, aber da kann man ja... Also es gibt ja Leute, die haben ja recht viel Zeit und dann nehmen sich da die Zeit, das zu farmen, habe ich gehört. Okay, also wenn du jetzt als Gegenleistung Subs haben willst, würde ich es ungern machen. Nein, nein, auf keinen Fall. Einfach auf freundschaftlicher Basis. Also du würdest ja auch für mich... Aber hast du eine... Ich meine, es wäre geil, wenn du vielleicht einfach normal Kabel-Deepslate abbaust mit einem normalen Pickaxe und ich mache mit Trick-Touch das andere. Okay. Das macht man halt unter Freunden, weißt du? Man hilft sich einfach so. Korrekt, einfach wenn du so ein Inventar voll machen könntest, wäre top. Ja, du würdest ja zum Beispiel auch, wenn ich umziehe oder so, beim Umzug helfen, oder? Hallo, bist du noch da? Bist du noch dran in der Leitung? Hallo, ist da noch jemand? Was los? Nee, alles gut. Bin ich jetzt zu leise, oder was? Nein, nein, ich habe gerade mit Jack gelabert, sorry. Achso, das freut mich für dich. Was hast du gesagt, Bro? Nee, dass ich hier auf freundschaftlicher Basis hier zu helfen und aber du würdest ja auch immer für mich zum Beispiel, auch wenn ich umziehe oder so, würdest ja helfen beim Schleppen oder nicht? Nö. Okay, du würdest... Boah, ich bin wirklich, ich muss echt zugeben, ich hasse es beim Umziehen zu helfen. Okay, ne? Du würdest... Ich krieg mich da immer krass davor, wenn Leute das tun. Würdest du zu meinem Geburtstag kommen? Wenn ich dafür extra nach Berlin müsste, dann nicht. Wenn der in Köln stattfindet? Dann würde ich vielleicht kommen, ja. Vielleicht? Ja. Aber vielleicht, was sind die Odds, dass du also... 10%. 50. 10%, ob da gerade ein gutes Video draußen ist, worauf ich reagieren kann den Abend. Yeah. Sorry, konnte nicht zu deinem Geburtstag kommen. Tomatenlicht hat wieder Crack genommen. Mein Fehler. Ja, ich würde also mal gucken auf der YouTube-Startseite, was da so kommt. Und ey, Mr. Beast hat hochgeladen. Tut mir leid, bin raus. Mr. Beast hat wieder jemanden gequält in einem Raum voller Licht. Yeah. Ich kann heute nicht. Geht heute nicht, sorry. Ja, das ist echt langsamer als gedacht hier mit dem Abbauen, aber es macht echt viel Spaß hier unten, weißt du? Digga, Chat, ich finde diese Mr. Beast Sachen, ich würde... Warte mal, der Beacon ist zu, warum ist er zu? Oh, wir werden verarscht. Der ist nicht zu. Ah, nee, ist nicht zu, ja, aber Digga. Joke. Ist ein Prank, nicht schlecht, ich bin drauf reingefallen. Also wirklich, echt gut rübergebracht. Ja, mit Andi bockt schon. Ja, aber kannst du das nicht mit der... Ah, nee, kannst auch nicht. Was denn, Andi? Nee, ich dachte, dass wenn du die nicht Silk-Touch abbaust, dass es dann Insta-Mine ist. Nee. Das ist egal, was du machst, du kannst nicht Insta-Mine. Ja, okay. Die sind hart wie Schwanz. Ja, die sind echt hart. Ja, ey, wenn du so ein halbes Inventar oder ein ganzes Inventar voll hast, dann reicht das. Ja, das geht schon. Ich hab ja viel Zeit, so, weißt du? Ja. Hast du deine letzten Geburtstage gefeiert? Ich hab das Gefühl, ab irgendeinem bestimmten Alter machen Leute das einfach. Nee, ich habe seit meinem 14. Lebensjahr, glaube ich, keinen einzigen Geburtstag mehr gefeiert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da so eine richtige Abneigung entwickelt. Ich wollte immer alleine sein, so höchstens maximal Familie, aber ich habe nie was mit Freunden oder so unternommen oder so. Also, wen soll ich noch einladen, aber haha, also. Ich habe eher, also, ja, wirklich, ich habe halt hier in Brandenburg keine Freunde so und das ist halt, keine Ahnung, seitdem nicht mehr gefeiert. Das macht dann noch mehr weird, da müsste man in so eine andere Stadt gehen oder so, um dann ja, zu feiern. Ja, und dann kommt da auch keiner, das wäre so peinlich, wenn ich Köln fahre und meinen Geburtstag alle einlade. Würde da jemand kommen, what the fuck. Ja, Henke oder so, da brauche ich da allein mit Henke Shisha okay, beim Geburtstag, echt. Digga, was ist denn das? Das wäre, Digga. Ey, das Geilste war wirklich, als ich bei Henkes Geburtstag war, haben wir einfach auf Chili in seiner Wohnung gefeiert und mit 8 Shishas. Nee, und ich bin zu ihm gekommen und ich hatte kein Geschenk, deswegen habe ich ihm einfach einen Twix mitgebracht und Eistee und habe am selben Abend noch beides aufgegessen. Bester Mann. Und getrunken, Digga. Digga. Legendärer Abriss. Digga. Solche Gäste liebt man. Digga. So geil. So geil, und ich hab ihm on top noch seine Rahmen weggegessen. Er hatte so fertig Rahmen, Bro. Er ist mit Minus aus dem Ding rausgegangen. Auf Couch dreckig gemacht. Tisch hat Kratzer danach gehabt. Digga, so geil. Noch sein iPhone-Adapter geklaut, Ladekabel weg. Ach, Digga. Schön gelootet, die Bude.
Ich glaube, was Geschenke angeht, bin ich Nojo der schlechteste Freund, den man haben kann. Ja, Geschenke zu machen, Bro. Na, ich glaube, du denkst halt nicht dran. Es oder meine Geschenke sind scheiße. Was würdest du, wenn du jetzt mir was schenken würdest, was würdest du mir schenken? Den Tod. Boah, nein. Ich hasse das. Ja, ja, aber was wär's? Also, mir würde auch nicht einfallen, Bro. Ich finde Geschenke so nervig. Gibt's nicht eine Sache, an die du denkst hier so, weißt du? Nee, mir würde jetzt nichts einfallen. Einen Ferrari 418 Spider. Bist du nicht drauf gekommen? Schade. Schlechter Kumpel. Ja, nee, stimmt. Doch, das ist obvious, ja, mein Bad. Ey, du kannst dir die Diamonds auch nehmen, ne? Ja, nee, brauch ich nicht. Alles gut. Ich weiß direkt, ob ich was dir schenken könnte. Was denn? Ein paar aufs Maul. Nee, ich finde das auch schwierig. Aber ich finde, solange man merkt, der andere hat sich ein ganz kleines Stück Gedanken gemacht, ist das... Ja, genau, das ist das Ding. Bruder, ich hab da erstens keine Lust zu und zweitens bin ich da echt schlecht drin, mir Gedanken zu machen. Wenn du mir einen Weißt du, wenn dann jemand irgendwie erwartet, so nach dem Motto, ja, weißt du noch, wir waren vor 4 Jahren zusammen im Disneyland und da wolltest du diese eine Vase haben, aber dann hast du die nicht gekauft, hier ist sie. Oder, keine Ahnung, ich hab schon vergessen, was letzte Woche war. Ich mach mir immer so, bei wichtigen Personen, wenn ich so merke, also falls ich mal zuhöre, das passiert ab und zu, wenn ich so eine Anmerkung mache, ich mach direkt ein Foto davon, mach's in Notizen und speichere mir das ab. Und ich zieh so nach 2 Jahren immer so die süßesten Sachen raus bei meinen Bros und die freuen sich dann voll, weißt du? Ja, check. Ja, das habe ich bei Marshall, habe ich das zum Beispiel gerade gemacht, was ich meine mit Disneyland. Da waren wir waren im Disneyland und da gab es so eine, also Marshall und ich haben so ein paar Filme geguckt von Bernhard und Bianca. Kennst du das? Ich weiß nicht, das ist diese Mäusepolizei. Oh ja, schon mal gesehen, glaube ich. Ist ein bisschen so ein OG-Disney-Film auf jeden Fall. Vielleicht kennt jemand im Chat. Und da gab es im Disneyland gab's so eine Figur. Digga, wer ist denn er? Was ist der Wichser hier? Ey, du, wie weißt du dazu? Da gab es so eine ziemlich geile Figur, die so übel fand nice aussah. Die geil? So, ach so. Nee, also, ja, also dieser cool aussah. Ja, ja. Und die hat aber so einen Honig gekostet oder so. Und dann haben wir so gesagt, ja, nee, lass die nicht mitnehmen und so. Und dann haben wir aber danach die ganze Zeit so gedacht, fuck mal, wir hätten die mitnehmen sollen. Und dann habe ich die organisiert so ein Jahr später. Oh, das ist cool. Sowas ist halt krass. Oh, sorry. Ja. Sowas dann rauszupullen ist krass. Aber das... Weißt du, so bei Freunden, da finde ich, das ist es dann so worth it. Aber ich würde mir jetzt nicht bei Dominik oder so... Ja, nur weil du Dominik nicht ficken kannst, sagst du, gib's doch zu. Du Schwein, Digga. Du Kameradenschwein. Also technisch gesehen kann ich schon. Ja, ja, schon, aber also... Wer hält mich auf? Ja, Dominik bestimmt. Nee, glaube ich nicht. Okay, gut, dann... Bruder, ich gönn euch. Edel Talk-Folge, keine Ahnung, 300 ist die große Sex-Folge. Ich glaube, die 300 hatten wir schon, oder? Na gut, dann 500. Auch schon. Bruder, wir haben einfach so fast 300, also ich glaube, es sind fast 300. Wir haben 300 verrotzte Folgen schon aufgenommen. Das ist echt crazy. Bruder, wir machen das schon seit 4, wir haben nur eine einzige Folge ausfallen lassen, seit 5 Jahren oder so. Hustler. 350 fast, what the fuck. Geil, Bro, also ich bin gleich voll. Bin schon seit und Rückschritt habe ich auch. Hätte von mir aus meiner Tinte Fehler. Ach, der kann ich mir reden, Digga. Zu viel Ibuprofen und genascht, wie M&M's. In Köln gibt es einen Mystery-Box-Laden, perfekt für Geschenke. I don't know. Geil, Digga. Dann kaufe ich eine Mystery-Box und ziehe ich auf einmal für irgendeine Frau ein Cristiano Ronaldo-Trikot getragen. Voll verschwitzt. Will die gar nicht. Digga, einfach das Jahr ist wieder fast vorbei. Ja, ne? Check's nicht. Das ist echt krass. Die letzten 2 Monate oder so gehen echt schnell vorbei. Wir haben letztens in so einem Call, haben wir auch so gesagt, so Bro, wir haben dieses Jahr gar nichts Krasses gemacht. Oder dann sind wir so durchgegangen gefickt. Und dann hatten wir so den Snowtrip, die Edeltour und so. Waren schon so ein paar Dinge. Krasseste Trip, den ich dieses Jahr gemacht habe, war zum Kühlschrank, Digga. Was meinst du? Krasseste Trip, den ich dieses Jahr gemacht habe, war zum Kühlschrank, Digga. Ja, und in den Laden, um eine Elfbar zu kaufen, du Nutten. Digga, hör mal, ganz kurz, wir müssen aufhören, dieses Narrativ zu spannen. Es ist kein Narrativ. Du brauchst diese scheiß verfickte Hurensohn-Elfbar. Nein, brauche ich nicht. Ich hab... Na, okay, es ist schon mal vorgekommen, aber ich bin gerade am Aufhören und es ist nicht gut, wenn du die ganze Zeit mich dran erinnerst. Okay, gut. Du hast mindestens... Also, wir haben gestern Craftedic angefangen und du hast seitdem ich alleine das mitbekommen habe, schon irgendwie so 5-mal die Kamera kurz weggemacht, um eine Elfbar zu ziehen. Nein! Auf keinen Fall. Also ich schwöre dir, seit Craft Attack Start, glaube ich, nicht dran genuckelt. Aber ich bin Capped. Nein, ich schwöre. Nein, no joke, wieso sollte ich dir anlügen?
Du hast aber mehrmals die Kamera zugemacht. Mann, ja, aber mein scheiß Vater durchs ganze Haus geistern. Und wenn ich manchmal rausgehe in meinem Zimmer, denkt er, ich bin offline. Und dann kommt er da mit der frisch gewaschenen Wäsche rein. Ist in Unterhose noch, weil er sich nicht angezogen hat. Und dann sieht man meinen Vater da halb nackt rumturnen. Na klar, okay. Sorry, dass ich meinen Vater nicht nackt auf Twitch haben will. Tut mir leid. Ich finde, du solltest uns mal deinen Vater nackt gönnen. Okay, ich guck WhatsApp. Ich hab so krasse Bilder von meinem Vater, darf ich dir die ab und zu schicken, ohne Kontext? Was? Nein, immer wenn mein Vater auf der Couch einschläft, mach ich so ein ungünstiges Bild von ihm, wo er einfach so aussieht, als ob er friedlich eingeschlafen wäre. Und ich schick die ab jetzt einfach immer zu, okay? Ich fang jetzt wieder, ich such kurz, ey, Digga, die sind krass. Oh, Creeper, Achtung! Oh nein, Achtung. Ja, wollte ich doch nur warten. Wie kommen wir hier wieder raus? Mit dem Band der Freundschaft. Nee, hoch einfach. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du weißt nicht, wie mein Vater aussieht, oder? Nee. Ich werde dir jetzt den heftigsten Vater-Dick aller Zeiten geben. Du wirst. Mascha hat mich vorhin gefragt, welche Pizza ich haben will. Und dann habe ich ihr geschrieben, dass sie mich nicht zuspammen muss auf WhatsApp. Und dann hat sie geschrieben, Junge, ich muss dir auf Twitch schreiben, damit du meine WhatsApp-Nachricht liest. Peinlich. Das war's. Okay. Das war's mit der Beziehung. Dann halt dich fest. Du musst gleich ganz genau beschreiben, was man auf diesem Bild von meinem Vater sieht, okay? Ja, krieg ich jetzt ein Bild von dem Vater. Ja, auf WhatsApp. Ja, auf WhatsApp. Nein, Digga. Auch das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Hä? Warum ist das? Warum gibt's das? Ist das echt? Ja, das ist echt. Beschreib, was du siehst. Bro, also links ist jetzt halt Ivlali, aber so oldschool mit so einer Schüttelfrisur. Und rechts ist halt Norechs Vater anscheinend, Digga. Okay, hier gibt's noch ein krasses. Warte. Digga, ist das dumm. Mein Vater hat ein Foto mit Ibladi gemacht, Sayonara Deutsu. Und währenddessen habe ich mich bei Rotpilz angestellt und Krankencrafter. So war das so back in the days? Ja, kennst du dieses Bild? Ist das am selben Tag entstanden wie dieses Bild von dir und mein Vater hat sich bei Ibladi und Tadde eingestellt und ich habe mich bei Max und Rotpilz angestellt. Und ich habe leider habe ich Ibladi verpasst, aber ich bin ja zufrieden mit meiner Auswahl. Digga, so ein Bild von seinem Vater, der liegt so auf der Couch rum und so. Und Norik sagt dazu geschrieben: Ruhe in Frieden. Digga. Warte, ich schick dir noch eins. Digga, die werden immer besser. Warte. Digga, ist das krass. Ist das scheiße, Digga. Ruhe in Frieden. Der ist auch krass. Warte. Digga, ich habe jetzt ein Bild auf dem Handy von Norex Vater, wie der auf der Couch eingefettet ist. Ja. Im Hintergrund ist noch ein Kissen, da steht drauf: Enjoy your life in full trains. Und davor liegt er auf einer Couch, Digga. Eingepennt und hat die Hand im Schritt, Digga. Ey, Mann. Ist das kacke. Nee, ich hab die krassen Bilder von meinem Vater. Und irgendwann schenke ich ihm dann so eine Kollabo mit ganz vielen Bildern, wo er schläft und scheiße aussieht. Ist das scheiße. Nee. Okay, Bruder, kannst du ein Wasser? Hast du ein Wasser einmal? Ja, ich krieg das hin. Ich hab vorhin, also du hast vorhin eine halbe Stunde. Kannst du einfach hochgehen und ein Wasser einmal runter? Dafür haben wir vorhin über eine halbe Stunde gebraucht. Bester Sohn? Servus. Hey. Okay. Endlich Tageslicht. So, wo lagern wir den ganzen Bums ein? Bitte in diese Kisten einmal, Bro, die hier sind. Boah, danke, das ist geil. Herr Dingmann. Ich hab dir zu danken für den netten Plausch. Noch echt Plausch wenige. Ist ein starkes Wort. Gibt noch echt wenige aufrichtige Crafter, die reden, weißt du? Am besten deine hier oben in diese. Jo. In diese hier. Du kannst sie auch mit... Nein, Kevin, kann ich nicht. Okay, gut. Nee, mach ruhig so. Oder what the fuck? Hab verkackt, Digga, bin so zittrig. Mann, Digga, ist das low. Guck, Kevin, das Herz wird voller und jetzt zack. Wenn du in eine Beziehung mehr Liebe steckst, wird es immer mehr und die Beziehung wird immer fester und irgendwann sind wir eine Einheit. Mann. Hallo? Nein, hallo? Jetzt baut sich das ab und es bricht auseinander. Aber was habe ich gemacht, Digga? Nur weil ich in dein Waschbecken geschissen habe einmal, musst du jetzt hier nicht so die Diva spielen, Digga. Davon weiß ich gar nicht. Ach so, okay, gut. Dann weiß ich, warte, warte, ist das nicht passiert.
Habe ich nicht. Hab nicht in Mann, ich will gar nicht wissen, was meine anderen Freunde noch in meiner Wohnung gemacht haben. Hugo wieso? Hat schon auf meiner Couch gewichst. Was? Da, wo ich geschlafen habe mit der gleichen Decke von Hugo, wo du meinst, das ist ja, alles noch sauber? Ja, wo dieser Fleck war. Das ey, war tschüss. Na, Digga. Doch, du meintest zu mir, du hast das gewaschen, Alter, das ist alles clean. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Hugo meinte, er hat mir versprochen, er hat nicht drauf gewichst. Okay, ich gebe zu, ich habe auch drauf gewichst. Ja, ich habe euch gewichst. Ich so joke. Ja. Tut mir leid, Digga. Digga, du bist so früh gegangen. Digga, und dann ja, du bist so früh gegangen. Haben alle auf meine Couch gefixt. Digga, ich habe richtig mein Glied zwischen dieses Stück da gesteckt, wo die Couch aneinander gesteckt ist, habe richtig rein, wirklich voll rein, alles zu zementiert da. In die Couch. Ja, richtig zu zementiert das Ding. Okay, fresh. Nein, habe ich nicht, habe ich wirklich nicht. Denkst du? Ja. Das ist nicht schlimm, weil ich habe die Couch nicht mehr. Ich habe die jetzt an Mike weiter verschickt. Ey, oh. Scheiße. Mike hat die jetzt mit nach Berlin genommen und der hat jetzt diese Couch. Nee, ich hab bei dir nicht auf die Couch gewichst. Okay. Ich geb zu, einmal in der Dusche. Einmal. Was hast du? Einmal in der Dusche. Ja, das ist okay, das ist nicht schlimm. Aber auch. Oh nein! 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 Basti hat immer den falschen Dresscode. Ich war einmal am Gartentor und hatte zu mir gesagt, nein, Basti, verpiss dich. Klamotten an. Tote Story. Ey, was gibt's, Großer? Du willst mal kurz gucken. Naja, so. Nee, die ganze Zeit immer die Schlösser gesehen und die krassen Bilder, die du reingepostet hast. Jetzt wollte ich mal sehen, was hier abgeht. Er macht jetzt so, als wäre es so, als wäre es bei dir jetzt gerade schon viel weiter. Digga, Bastis Loch ist das geilste. Bro hat ein riesen Loch und mehr nicht und jetzt macht er hier so auf Hate. Das ist krass. Nee, das ist krass, wirklich. Basti, weißt du, deswegen bin ich der Nummer 1 Basti-Gag-Fake-News-Spreader. Ich hab nicht mal was gemacht. Was ist deine Lieblings-Basti-Gag-Fake-News? Darf ich nicht sagen. Schreib sie auf WhatsApp. Das rote, damit ich alle Leugner ist. Was? Das stimmt das, Basti? Nein, das stimmt. Sorry. Ja, das war's. Das muss ich wieder ausbaden, Digga. Ich krieg dafür den Ärger. Nee, ist nur Spaß. Ey, Basti, ja. Deine Meinung zu Karl Lauterbach? Ja, komm, sag's doch mal. Basti, ich wollte nur sagen, wir haben jetzt bis jetzt Items gefarmt halt. Wie meinst du? Wir haben halt Items gefarmt, deswegen bin ich noch nicht so weit. Aber ich fange jetzt an, das Tor zu bauen. Ey, sag du mir auch gerne nochmal deine Meinung zu dem Building hier kurz. Würde mich ernst interessieren. Kannst du kurz herkommen? Schau mal. Es gibt zwei Möglichkeiten hier, ja? Dominik hat mir seine Meinung schon gesagt, aber und ich glaube, ich habe mich auch schon entschieden, aber ich will deine trotzdem haben. Warum ist da eine 4? Wo? Oh? Ah ja. Pass auf, also entweder ich mache diesen Eingang hier auf diese Höhe. Okay, pass auf, ich sag dir. Ich will auf jeden Fall so eine Treppe davor haben. Aber das Ding ist, wenn ich das da oben mache, könnte ich die Treppe halt machen. Aber dann ist der Berg, sieht dann glaube ich noch kleiner aus. Wenn ich es hier unten mache, müsste ich dann hier so nach unten noch weiter ausheben. Checkst du, dass es so nach unten noch weiter ausgehoben wird und dann da noch so die Treppe ist? Hast du die Vision? Ich finde, du solltest hier auf dem Boden noch weiter abtragen. Und dann die, ja. Okay, also dann würde ich jetzt hier dieses Tor bauen schon mal. Ja, ich würde aber generell sagen, das muss schon echt groß sein, ne? Also ja, genau, nach oben wird noch mehr Schnee aufgekippt. Okay. Naja, okay, geil. Ich wollte euch jetzt auch gar nicht stören weiter mit euren Privatgesprächen. Abzocker, Sau. Aber von dir ist er so, hat er so eine große Fresse, ne? Nein, Basti, ja, Digga, ich war... Joke, Krit, den mach ich aus. Okay, Basti, komm. Oh. Au. Komm, hol den Schnabbi dir, Großer. Nein, ich darf... War nur Spaß. Naja, Basti, Trick 17. Dinge habe ich kein Totem. Geh ich einfach ganz schnell weg. Oh, er ist ein DC. Hi, warum läuft ihr weg, Jungs? Alright, Jungs, wir hören uns. Bis dann. Muss ich nicht mitkommen arbeiten? Ja, ein paar Blöcke platzieren. Ist wieder weitergefahren, okay. Alright, danke, Nomi. Ich wollte meine Meinung auch zu dem Tor sagen, oder interessiert die nicht? Ja, doch, sag. Ich habe nicht zugehört, aber weil ich den Gag mit dem Schild vorbereitet habe. Ja, nicht schlimm, der war stark. Abzockersau ist so stark. Digga. Zack, und nochmal ein Abzockersau. Hier, yeah, komm, kannst du nochmal ein paar lustige Tweets machen. Mach hier auch nochmal einen. Oh, ja, geil. Das ist richtig toll, danke, Kevin. Der wird mindestens 20 Likes bekommen.